Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Vlog. Ja, ich habe mich hier mal an einen irgendwie cool aussehenden Ort begeben, denn es gibt mal wieder ein kleines Q&A. Zugegeben, ich bin ein bisschen in Stress, denn das Video, was ich jetzt gerade drehe, sollte heute noch online kommen, also von mir aus heute, weil ich ein bisschen durcheinander gekommen bin. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht wird das heute irgendwie nicht so super geschnitten sein oder irgendwie sowas. Ich fliege auch heute wieder zurück. Aber ich würde einfach sagen, wir fangen an mit dem Q&A. Los geht's. Moritz fragt, wie sieht's aus mit Merch? Ja, zugegeben, ich habe das ein bisschen verpennt, denn bald ist ja Weihnachten und eigentlich wäre das ja ein super Weihnachtsgeschenk geworden, wenn man irgendwie so Merch von mir zu Weihnachten bekommt. Aber ich habe einfach noch gar nichts gemacht. Aber ich habe mir überlegt, dass ich mit Fabian Zettel, also von dem auch zum Beispiel dieser Pulli hier ist, ja kooperieren könnte. Und er hat gesagt, ja klar, gerne. Das heißt, vielleicht oder hoffentlich setze ich mich zusammen mit dem an eine Kooperation, wo es dann so limitierte Editionen von Hoodies und T-Shirts gibt, so vielleicht 250 pro Kleidungsstück halt. Fände ich eigentlich ganz geil und werde mich da auch mal in nächster Zeit mit dem lieben Fabian dran setzen. Juli fragt, glaubst du sowas wie mit Simon wird dir nochmal passieren? Ja, die jetzt nicht wissen, was sie damit meint, vor ein paar Monaten war der liebe Simon Unge bei mir, hat bei mir übernachtet, hat ein Video über mich gemacht, wo ich dann einen unglaublichen Abo-Push bekommen habe. Und ich glaube, das war einfach eine komplett einmalige Situation. Ich glaube nicht, dass nochmal irgendein großer, bekannter YouTuber bei mir pennen wird. Ich glaube auch nicht, dass nochmal so ein krasser Push auf mich zukommen wird. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es eine absolut einmalige Situation war, die ich auch so schnell nicht mehr vergessen werde. Lena fragt, hast du vor, dir das neue MacBook zu holen? Ja, manche haben es ja vielleicht mitbekommen. Am Samstag, glaube ich, wurden die neuen MacBooks vorgestellt. Und ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so mega geflasht von. Also es ist schon geil, es hat da ja jetzt dieses Touchbar da. Aber ja, also gerade für Filmemacher glaube ich vor allem, dass diese vier Anschlüsse, diese vier USB-C-Anschlüsse, die jetzt die einzigen Anschlüsse sind, also keine SD-Karten-Slots mehr und so, ist glaube ich echt ein großes Problem für Filmemacher. Ich glaube trotzdem, dass ich mir ein MacBook holen werde, aber auf jeden Fall nicht das neue. Ich werde mir ein altes, aber sehr gutes MacBook Pro 13 Zoll holen, aber nicht das neue. Matze fragt, wie schaffst du es so selbstbewusst zu sein, also mit überall Film und so? Und das kommt vielleicht in den Videos anders rüber, aber ohne Witz, ich schäme mich immer noch übel, in der Öffentlichkeit zu filmen. Also so vor Leuten so mit einer Kamera rumlaufen, überhaupt nicht. Also habe ich gar keinen Bock drauf. Ich versuche auch immer, wenn gar keine Menschen oder wenn super, super wenig Menschen da sind, zu filmen. Also ich bin da echt nicht so selbstbewusst. Also selbst wenn es in den Videos vielleicht so rüberkommt, aber ich gucke immer, dass da nicht viele Leute sind. Ich würde niemals über einen Gehweg laufen, wo viele Leute rumlaufen mit so einer Kamera in der Hand. Also das ist einfach super weird und ich fühle mich da super merkwürdig. Luxi oder so fragt, wenn du das Angebot kriegen würdest, in einem Kinofilm mitzuspielen, aber für die Drehzeit mit YouTube aufhören müsstest, würdest du es machen? Ich glaube schon. Also er hat auch noch dazu geschrieben, ich weiß nicht, ob es jetzt 3 Wochen oder ein Jahr sind. Aber ich glaube schon, weil ich würde echt super, super gerne mal in einem Kinofilm mitspielen. Und wer sagt, dass ich da nicht filmen darf? Also vielleicht filme ich dann ja auch und dann mache ich irgendwie ein Video jeden Tag und zeige so, wie es hinter den Kulissen ist und dann habe ich einen Vlog und kann den halt nachträglich hochladen. Aber ich würde es, glaube ich, schon machen. Also ich würde echt super, super gerne mal in einem coolen Kinofilm mitspielen. Nadel fragt, kannst du dein Bein hinter deinen Kopf machen? Oh je, also ich weiß nicht, wie das jetzt ausgehen wird, aber ich probiere es einfach mal. Ich glaube nicht, nee. Das ist super krass peinlich, Alter. So, und das war's jetzt auch wieder mit einem weiteren kleinen Q&A. Der Ben kommt gleich vorbei und wir machen da Kürbisschnitzen. Das heißt, wir gehen Kürbis kaufen, weil heute ist ja Halloween. Also hoffentlich ist heute Halloween, wenn das Video noch rechtzeitig kommt. Und anlässlich dem dachte ich, ja, können wir mal zusammen einen Kürbis schnitzen. Denn, ja, der Ben ist tatsächlich auch zurzeit in Berlin. Ja, und der kommt eben gleich. Übrigens, die Idee zu dem Kürbisschnitz-Video habe ich von Felix. Ich kann euch mal sein Video unten in der Beschreibung verlinken. Könnt ihr gerne vorbeigucken. Ist richtig witzig geworden in meinen Augen. Fand ich eine coole Idee und deswegen mache ich das jetzt auch mit Ben. Ach ja, übrigens.
übrigens, das Q&A habe ich mal wieder auf Instagram gemacht. Vielleicht mache ich das in Zukunft öfter. Da sind ganze 1200 Fragen zusammengekommen. Also, falls ihr vielleicht da mal dabei sein wollt, könnt ihr einfach mal hier irgendwo folgen. Der Ben ist auf dem Weg und ich mache mich jetzt auch auf dem Weg zu seiner U-Bahn-Station. Könnt ihr die Kürbisse da sehen? Nein! Den hier will ich haben. Passt es so von meiner Kopfgröße? Also Kopfform ist eigentlich fast identisch. Schon, oder? Oder ist ein bisschen klein vielleicht? Okay, Junge. Stimmt's, oder? Ja, stimmt. Perfekt. What the fuck? Deiner wiegt 5,310. Ich bin. Machst du eine Zeitraffer-Aufnahme automatisch? Mit dem Handy. Ja. So, wir haben uns jetzt hier versammelt. Da oben. Da oben filmt mein Handy für einen Zeitraffer und. Hier sind unsere zwei Kürbisse, das meiner, das Bens. Das ist meine Kamera. Das ist deine Kamera. Wir haben hier so einen Topf für das Fleisch von innen drin. So, und jetzt, Ben, geht's darum, wer kriegt das hässliche große Messer, weil mit einem großen Messer kann man halt nicht gescheit arbeiten. Also der Verlierer kriegt das große Messer. Bis eins. Ja. Schere, Stein, Papier. Ja! Der gute alte Stein, Alter. Also ich habe jetzt leider das hässliche kleine, große Messer bekommen. Aber ich werde natürlich trotzdem den weltbesten Kürbis der Welt schnitzen. Das ist der weltbeste der Welt. Also, ich würde sagen, let's go. So, und ich habe jetzt hier noch Stifte geholt, damit wir auch unsere Gesichter auf den Kürbis draufmalen können. Das habe ich nämlich auch beim Felix gelernt. Ist eigentlich mega schlau und ja, Ben hat mit dem kleinen Ding mega die Probleme. Ja, ich hab's jetzt draußen, aber ich weiß nicht, wie es zum Schluss wieder reinkommt. Ja, was hast du denn da gemacht? Alter, das wird der hässlichste. Ich hab so gedacht, dass ich da Dreiecke reinschneide, dass dann da auch noch so Licht rauskommt. Richtig, richtig zufrieden mit meinen Augen. Das sieht doch ja, mega deine cool Augen aus. Sind doch einfach geil. Ja, das sieht richtig geil aus. Mann. Nice. Ich muss ja sagen, also ich bin mal wirklich ehrlich, ich finde meinen schöner. Ich auch. Aber er kann zur Verteidigung sagen, dass es sein erster Kürbis ist. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also, der Junge ist 14 und hat noch nie einen Kürbis gemacht. Naja, aber ich bin richtig, richtig zufrieden. Ich hoffe auch, dass die Aufnahmen ganz cool geworden sind. Vielleicht machen wir jetzt noch irgendwo in der dunklen Ecke Kerzen rein und dann gucken wir mal, wie das so aussieht. Ich. Du? Bist du dumm? Da oben links, da neben Ben, ist jetzt eine Umfrage, welchen Kürbis ihr schöner findet. Könnt ihr gerne abstimmen und vielleicht oder wahrscheinlich auch einen Link zu Bens Video. Könnt ihr auch gerne vorbeigucken, wann kommt es raus? Morgen, oder? Das Video ist dann ab morgen verfügbar. So, ich bringe den Ben jetzt noch zur U-Bahn-Station. Weil dann geht der wieder. Aber es war richtig cool. Ja, ich bin auch, es hat voll Spaß gemacht. Und ich habe echt ziemlich lang, ich habe sogar mal ein Video gemacht, wo ich Kürbis geschnitzt habe. Aber es ist schon echt mega lang her. Doch. So, ich packe hier gerade meinen Koffer, weil ich noch versuche, jetzt irgendwie mein Video schnell zu schneiden. Und dann geht's auch
glaube ich, wieder auf zum Flughafen und nach Hause. So, ich schneide hier gerade mein Video. Hier steht auch der Kürbis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fliege jetzt nach Hause und schneide, wie gesagt, noch das Video. Aber werde nicht mehr den Heimflug filmen, weil das Video so schnell wie möglich hochkommen soll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.